Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Forest. So, wir müssen noch ein paar andere Siedlungen hier jetzt abstauben, weil wir hier noch ein bisschen Treibstoff brauchen, weil zwei Kanister reichen uns nicht. Und die Zeit können wir auch ebenfalls nutzen, damit die Bäume hier auch mal nachwachsen, weil die letzten paar Folgen, die waren ja sehr, sehr schlimm, sagen wir mal so, was den Wald angeht, so. Haben wir abgerodet wie sonst was. Und ja. Da muss dann halt ein bisschen wieder was nachkommen. Ansonsten haben wir bald keinen Wald mehr. Und ich will das auch ausnutzen, solange ich noch rot bin. Und ich hoffe, es regnet jetzt ausnahmsweise mal nicht. So, holen wir uns mal die Axt wieder. Obwohl, es sieht schon so aus, als würde es gleich irgendwie regnen. Da will die rote Farbe leider los. Wir hätten eigentlich auch die Seile mal irgendwo hinpacken können, die gebraucht werden. Ja, egal, haben wir jetzt halt so. So, wir wollen in diese Richtung dieses Mal hingehen. Komm, können wir auch ein paar Stickies mitnehmen. Machen wir die Stickies wieder voll. Okay, ist jetzt voll. Laufen wir denn in die richtige Richtung? Ah, geht so. Einigermaßen. Ah, hier sind wir wieder, an dem Wasserfall. Hier waren wir auch vor ein paar Folgen. Und da habe ich tatsächlich den Koffer übersehen. Was kann das denn sein? Ah, so, hier waren Klamotten. Obwohl, ich könnte eigentlich auf den Speer wechseln, falls wir gleich wieder ein Reh finden. Nur für den Fall, dass die Ureinwohner kommen, können wir wieder auf die Axt wechseln. Ja, müssen schon gleich da sein. Und ich hoffe, die haben da Treibstoff. Den Treibstoff müssen wir wieder voll kriegen. Und dann können wir auch wieder weiter Bäume abschlachten gehen. Da haben wir schon die Siedlung. Aber echt komisch, dass momentan keine Mutanten auftauchen. Ah, hier sind wieder Klamotten. Hier haben wir wieder Seile. Und Stoff. Da haben wir Stoff.
Haben die echt hier gar keinen Treibstoff mehr? Oh, nochmal Pistolenteil. Können wir die Pistolen nochmal craften? Wir haben die ja eigentlich fertig. Können wir einen richtigen Waffenhandel hier machen dann? Klingt auf jeden Fall nach einer geilen Idee, wenn wir das nochmal machen. Ein paar Pistolen mehr haben. Auf Tasche. Vielleicht können wir Akimbo-mäßig hier so mit zwei Pistolen so auf die losgehen. Eine links, eine rechts in der Hand. Finde ich mega geil, wenn das möglich wäre. Oh, hier die Lichtung ist auch echt schön, finde ich. Hier sind aber echt viele Totems. Tingo und Höhleneingang? Ne, das waren echt viele auf jeden Fall. Was, vielleicht bin ich gerade auf dem Weg in dessen Hauptsiedlung. Bin auf jeden Fall schon weit aus der Map raus. Ja. Ich würde sagen, wir wechseln jetzt ab jetzt wieder zur Axt. Ein Bambi haben wir wieder, ein Rehfell auch. Ich glaube, da vorne müsste die Siedlung sein. Wir müssen aber auch langsam was essen. Kann man das essen? Nein. Das kann man nicht essen. Vielleicht haben die was zu essen. So einen kleinen Riegel oder sowas. Obwohl, wir haben ja wieder Riegel. Nee, das ist nicht das, was wir brauchen. Pfeile haben sie hier auch nicht mehr. Ich habe das Gefühl, diese gelb-braunen Koffer ist nur für Klamotten. Wir haben die was zu trinken. Ach komm, jetzt mach den auf. Ist mir egal, was der zu sagen hat.
Ganz gern wie die anderen auch auf die Knie gehen und singen. Hier haben wir noch einen Koffer. Und einen Riegel. Haben wir den Riegel wieder, den wir gerade verbraucht haben. Hier ist aber auch sehr viel Stoff. Da haben wir wieder ein paar Kanister. Nice. Haben wir zumindest wieder zwei wieder. Dann sammeln wir mal da die Stoffhetzen hier ein. Hier, die Siedlung ist aber auch ganz schön weitläufig von denen. Nice, hier haben wir auch wieder. Und Benzin ist voll. Wir benutzen mal einen. Dann haben wir den auch voll und dann nehmen wir den hier auch noch mit. Alter, wie viel Stoff hier ist. Hier müssen wir öfters mal vorbeikommen. Klamotten. Und nochmal Klamotten. Ja, da hinten geht es auch noch weiter mit Stoff. Hier haben wir nochmal rote Farbe. Machen wir es nochmal frisch. Gehen wir hier mal entlang. Weil hier geht es ja auch noch weiter mit. Diese Siedlung hier von denen gefällt mir bisher am meisten. Weil wir jetzt... Wie viel Stoff haben wir jetzt? 95. Wir müssen hier öfters mal vorbeigehen. Wie ist der denn gestorben? Ich würde sagen, wir bauen uns mal vielleicht ein kleines, einfaches Feuer. Legen den Kollegen mal da drauf. Ist vielleicht noch einer gestorben? Was können wir essen? Ja, nice. Haben wir vielleicht gleich wieder ein paar Samen. Aber die Knochen nehme ich jetzt mit. Schädel können wir jetzt leider nicht mitnehmen, aber die Knochen. So, wo wollen wir überhaupt denn da lang wollen? Ja, da vorne ist ja auch noch irgendwo eine Siedlung. Problematik, die ich sehe, ist, dass wir vielleicht den Fluss überqueren müssen und die rote Farbe wieder los. Die
Gut, Farbe werden wir gleich wahrscheinlich los. So, Sticky ist wieder voll gemacht. Jetzt schauen wir mal, wie wir rüberkommen. Nein! Farbe sind wir los. Verdammt. Ich hatte gehofft gehabt, dass wir da irgendwie in der Luft noch sprinten können. Das heißt, die werden uns gleich irgendwann wieder angreifen. Ah, da haben wir die Siedlung. Klamotten. Ich habe gerade was gehört. Etwas, das sich nach ein bisschen nach dem Thrombosen-Jonas angehört hat. Hier bei den Zelten muss es doch irgendwie eine Möglichkeit geben, vielleicht zu pennen. Gleich dunkel wird. Oder auch nicht. Na, dann gehen wir halt zur nächsten Siedlung. Genau, die müsste irgendwo da hinten sein. Wir haben ja hier den einen Bereich, da wo ich jetzt hinlaufe. Glaube ich noch nicht so richtig erkundet. Wollten wir nicht ich hier? Genau vor das Krokodil oder was? Komm. Dann machen wir das mal so und so. Eins. Klar. Drei. Oh, da sind nochmal Alter. Er ist tot. Dann machen wir die beiden auch nochmal. Kriegen wir nochmal ein bisschen Echsenhaut. Frisch, frisch, frisch. Die müssten jetzt. Hier war doch noch einer. Aber ich sehe den nicht mehr. Was ist mit der Möwe los? Das ist eine Alarmanlage. Die Krokodile wurden getötet. Alarm, Alarm.
Jetzt wird's dunkel. Ich hätte da was gesehen. So, einen Moment, gleich bin ich wieder da. So, da bin ich wieder. Wurde gerade aus Versehen angerufen. Beziehungsweise, was heißt aus Versehen? Also, eigentlich im Grunde wissen alle, dass ich hier auch immer am Aufnehmen bin. Und dann gibt es immer so Leute, die immer genau dann anrufen, wenn ich am Aufnehmen bin. So aus dem Freundeskreis und Bekanntenkreis. Obwohl die wissen, dass ich um diese Uhrzeiten hier immer aufnehme. Aber nie anrufen, wenn ich nicht am Aufnehmen bin, so. Ja, egal, ich will mich darüber auch nicht aufregen oder so. Oder ich weiß auch, dass es auch nicht böse gemeint ist. Aber ist schon auffällig, finde ich. Wo steht der Mond? Im Grunde haben wir jetzt eigentlich alles erreicht, was wir hier erreicht haben wollten. Wir haben Seile voll, wir haben jetzt Sprit auch wieder voll. Habt ihr dieses Knistern gehört? Ich habe mich schon gefragt, was das war. Aber wir haben jetzt alles erreicht. Seile sind voll. Treibstoff haben wir wieder voll. Das heißt, ab der nächsten Folge können wir wieder da hinten richtig loslegen. Und wird es wieder ab der nächsten Folge etwas längere geben. Weil wir wollen das da fertig haben. Können wir das wegpacken, das hier wegpacken und rüber. Ah, ich freue mich, wenn das fertig ist. Vor allem, ich würde mir das auch gerne mal an, auch mal von oben richtig ansehen, wie das dann aussieht. Nicht nur von der Ferne. Zum Glück haben wir ja den Turm dahinter. Das heißt, dann, wenn wir das fertig haben, gehen wir auch nochmal hoch. Und schauen uns das mal von oben an. So. Da wären wir. Ja. Dann gehen wir jetzt eben ganz schnell pennen. So. Jetzt hätte ich aber echt nichts gegen, wenn es jetzt wieder regnen würde. Wir sind die Rotfarbe auch wieder los. Packen wir das mal hier hin. Den essen wir. Die Seile, die wollten wir ja da noch hin tun. Genau, hier. 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 Der ist wieder eingefroren, also eingewachsen. Teil von der Wand. Aber ey, jetzt haben wir es hier auch fertig, endlich. Dann nochmal nach oben.
die Stickies oben noch hin tun. So. Obwohl, wir könnten auch eben ganz schnell was trinken. In der Hoffnung, hier ist noch was zu trinken da. Hier ist nichts mehr zu trinken da. Das heißt, wir haben jetzt wahrscheinlich wieder eine Dürresaison. Achso, das Dach da hinten ist es. So, und der nächste ruft auch schon wieder an. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ah, ist immer schön, wenn man permanent angerufen wird. Vor allem wissen ja eigentlich alle Bescheid. So. Wir holen uns noch die ganzen Samen hier raus. Was mit denen? Warum sind die nicht mehr so grün? Ich weiß es nicht. Und dann machen wir hier die Dinger alle noch rein. So, dann haben wir nur noch ein Rehfell auf Tasche. Können wir auch runtergehen. Und den noch platzieren. So. Sind ja nicht mehr viele, die wir brauchen. Und dann will ich mir das mal auch einmal jetzt von oben mal ansehen, vom Turm aus, wie das jetzt bisher aussieht hier eigentlich. Ja, das gefällt mir nicht. Ich glaube, hier werde ich irgendwie irgendwas machen oder so, dass es ja, dass es nicht mehr so stark zu sehen ist, sagen wir so. Guckt euch das schon mal an, wie es von hier jetzt schon aussieht. Bombe einfach. Hier muss ich auch noch was machen, so ein Möbel. Dann gehen wir mal da hoch und schauen uns mal das von oben einmal an. Sieht von hier auch schon mega aus. Boah, sieht immer geiler aus. Aber ich würde sagen, würde ich so einen Turm eigentlich selber manuell bauen, anstatt so diese vorgefertigte, wird es auch definitiv besser aussehen. Wo ist mein Leuchtfeuer hin? Mein Leuchtfeuer ist weg. Komplett ausgebrannt oder wie? Kann sowas ausbrennen? Boah, aber zieht euch rein, wie das aussieht. Und das Ding kann man ja auch von da hinten schon sehen. Von überall sieht man den schon. Und jetzt habe ich noch Besuch. Bis gleich. So, da bin ich auch mal wieder. Und wie ihr jetzt hier auf der Facecam seht, Sally ist da. Der Marcel. Ich hatte ja mit ihm zusammen mal auch, ist zwar jetzt ein Weilchen her, aber Outlast aufgenommen, bei ihm auf dem Kanal. So. Du kannst auch was sagen, ich weiß nicht, ob man dich hört. Hier ist ein Mikro. Ja. Was hältst du eigentlich von der Festung bisher da hinten? Wahnsinnig. So groß. Ja. Vor allem, ich habe keinen direkten Weg dahin, sondern muss damit immer mit dem Boot, ein Zwei-Mann-Boot, alleine hin und her schippern. Und kann nur maximal 49 Baumstämme mitschleppen. Das war die dümmste Idee überhaupt, aber ich ziehe es bisher durch. Ach, Max. Ja, wie du siehst, noch 407 Stöcke und 465 Baumstämme brauche ich noch. Das heißt, noch insgesamt 8-mal hin und her schippern. Aber ich habe wenigstens die Insel, mit der hier verknüpft. Dass man hier rüber kann. Aber
Bisher wurde ich hier auf der Insel nur ein einziges Mal angegriffen und das auch nur von dem Würstchen, vom Dildo Daniel. Ja. Und nach ganz oben kommt man eigentlich nur mit dem Fahrstuhl, das da hinten ist. Ja, jetzt wird aus dieser Folge mal ein bisschen eher so Sightseeing. So, noch mal drauf. Das ist alles für Baumstämme. Wie du siehst, ist voll. Hier Steinlager. Natürlich. Oh. Viel zu groß. Hallo, du weißt nicht, was ich alles brauche. Die Hälfte davon brauchst. Aber das ist deins. Spaß macht. Wie viele Folgen geht das jetzt schon? Alle. Achso, ich habe hier noch ein Wildschwein, warte. Hab ich noch irgendwas an Fällen? Ne. Vor allem hier habe ich oft das Problem, wenn ich runter will. Dann, wenn ich von hier aus irgendwo runter will, dann. So. Fahrstuhl fährt runter, aber ich bin oben. Rutsche aber ein bisschen runter, weißt du? Und so sieht das bisher hier aus. Doch mal in die Kommentare rein, ob wer mal weniger bauen soll. Die Kommentare sind voll davon, dass ich mehr bauen soll, ja? Die wollen lieber 100 Folgen, Baufolgen haben und nicht, dass ich diese 150 Folgen, die wir schon fast sind, nur bauen sollte und nicht mal eine Höhle erkunden. So sind die Kommentare hier. Nächstes Projekt, was Max davor hat. Freunde, da geht es noch mehr um Bauen. Ja, Bock dazu? Ja, habe ich weniger Bock dazu? Ja. Ja, aber guck mal, wie geil das aussieht hier vor allem. Hier, dass wir sozusagen das Haupthaus hier in dem Dings, hier mit so einem Balkon. Kann man von hier aus sehen dann alles. So, hier auch überdacht. Ja. Ja, aber The Forest wird auch nicht mehr lange bei mir laufen, muss ich leider sagen. Weil es sind nur noch, glaube ich, zwei Höhlen, die ich noch zu Ende erkunden muss. Und halt, die Höhle da finden, wo, also die in den Kessel rein, wo wahrscheinlich Timmy ist. Also das große Arschloch der Welt. Ach, hier habe ich übrigens ein bisschen Schießen üben. Da habe ich meine Wasseraufbereitung. Die sind alle leer, weil ich gelesen hatte, dass hier das Wasser hier verdunsten kann. Und gestern in der Aufnahmesession war ja so, es hatte alle 5 Minuten geregnet. Alle 5 Minuten, die waren permanent voll. Und jetzt in dieser Aufnahmesession nicht ein einziges Mal geregnet, glaube ich. Das ist halt bei dir. Ja. Die ganze Zeit herlaufen oder willst du noch? Eigentlich wollte ich die Folge schon langsam beenden, aber ich wollte sie auch einmal gezeigt haben. Vor allem sowas hier. Hier wachsen ja die Heidelbeeren. Und das gibt so ein bisschen Touch von Natur. Will ich auch hier vormachen. So einmal da und einmal da. Ich habe nur keine Ahnung, wann die wieder nachwachsen. Hier, wo es schon war. Aloe Vera will ich jetzt hier nicht pflanzen. Könnte ich zwar, aber will ich jetzt nicht. So, aber auch wenn die Heidelbeeren nicht nachwachsen, zwar, dass das noch grün bleibt und so weiter, wäre schön, wenn die dann da und davor auch nochmal sind. Dann hat es hier irgendwie so ein... Ja, oder warte, können wir eigentlich auch jetzt mal machen. Muss ich mal suchen, wo haben wir den Garten? So, Garten, Garten, Garten. Glaube ich hier nicht. Ist denn der Garten? Da ist Garten. Dass wir dann hier sagen wir mal hier ein bisschen so und dann noch komm, machen wir so. Brauchen wir 4 Baumstämme, geht in Ordnung. Und dann, dass es hier auch noch dasselbe nochmal ist. Sagen wir mal. Hier.
Dann. So. Passt das? Ich glaube so. So wird es passen. Dann hat man hier so einen kleinen Weg direkt zu der Tür. Man hier auch noch mal ein paar Pflanzen, so ein paar Heidelbeeren machen, damit es grün wird. Da habe ich sogar eine Bank zum Hinsetzen. So, ah ja. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir auch die Folge mal für heute. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus, und das ist der... Nur ist ja die... Weil du auch eine Null bist, ne? Ja, ciao.